Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ja, wir stehen nochmal neben Mama Fisch, denn ja, Mama Fisch ist gar nicht so tot, wie sie tut. Aber bevor ich das weiter erörtere, noch ein paar kleine Anmerkungen. Erstens, ich habe die Kiste an der Stelle, wo die Schlingpflanzen immer rauskamen, ein bisschen anders geschoben, weil dieses Mistding mich doch jedes Mal erwischt hat, wenn ich dort dran gekommen bin. Jetzt müssen wir halt ein bisschen klettern, aber jetzt sollten wir eigentlich sicher sein, wenn wir dort lang gehen. Musste ich in mühevollster Kleinstarbeit so weit verschieben, die Kiste, dass mich das Ding nach Möglichkeit noch nicht angreift, aber ich sie wieder zur Seite schieben kann. Ist ein bisschen komisch an der Stelle, denn dort ist irgendwie ein Knick in der Optik. Also die Perspektivik passt dort nicht so ganz. Zweite Sache, ich habe mir alles notiert, was wir so im Salon gefunden haben. Da hatten wir diese lustigen Öllämpchen mit diesen Augensymbolen. Die habe ich mir mal aufgemalt, habe mir die Farben dazu aufgeschrieben und ich habe mir auch mal die Ziffern der Billardkugeln notiert. Ja, Jill, genau, Denkerpose. Ja, weil es irgendwie doch so schien, als ob das wichtig sein könnte. Deswegen, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Farben und die Ziffern, ob die was miteinander zu tun haben. Ich weiß aber auch noch nicht, wo wir das einsetzen können. Ja, und dann die dritte Sache hat mit Mama Fisch zu tun. Wir können hier momentan gemütlich davor rumspazieren. Aber ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert, wo es weitergehen könnte, weil wir da ja keinen Anhaltspunkt hatten. Und die Sache ist, momentan finden wir auch noch nichts, wo wir weitermachen können. Außer, Moment, ich sehe gerade was. Hier hängt doch was. Ach, okay, das ist das schon. Ja. Genau, Mama Fisch randaliert noch mal ein bisschen und reißt das runter. Beim letzten Mal dachte ich, als ich das hier probiert hatte, dachte ich, das war, als ich hier an die Kontrolle gegangen bin. Aber war gar nicht der Fall. Die Durchflusssteuerung. Oh Gott, Mensch, es geht super los. Die Durchflusssteuerung. Sie hat keinen Strom. Genau. So sieht's aus. Ja, mit Mama Fisch sollten wir uns jetzt nicht anlegen. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt, ins Wasser zu gehen. Weil ich mir dachte, vielleicht gibt's ja einen spektakulären Tod. Aber er ist ziemlich lahm eigentlich. Der Hai, der zuckt einfach nochmal in unsere Richtung und verschlingt uns mit Haut und Haar auf der Stelle. So, aber wir können dieses Ding hier einfach mal reinschieben ins Wasser. Die Durchflusssteuerung. Die ist auch sehr geduldig, ne? Also sie bleibt da liegen. Ich glaube, man kann ja auch überhaupt nichts tun. Also es ist völlig egal, was wir hier mit ihr machen. Aber wir können einfach mal den Generator für die Durchflusssteuerung anwerfen. So. Der Generator ist wieder aus und den Hai hat's auch gleich mit ausgeknipst. Der zuckt noch ein bisschen nach, aber das war's für ihn. So will ich das doch sehen. Ein Traum. Ich hoffe, der zuckt auch nur so nach, wie er es jetzt gerade tut. Wir schauen mal, was er denn hier runtergerissen hat. Ein Residenzschlüssel, okay. Das ist gut. Ist ja nicht der erste hier, aber mal schauen. Galerie. Aha. Das Wort Galerie ist eingraviert. Ich glaube, die waren neben dem Raum 002. Also dort, wo die Bienen sind in dem Gang. Aber ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal schauen. Ach ja, noch eine Sache. Ich habe auf meiner Suche nach dem weiteren Weg nochmal diese Kammer oben ergründet, wo die Schlingpflanzen, diese Tentakel, schon mal so drohend rausgeschaut haben. Ja, die Tentakel, die sind halt schon drohend und schauen vorbei. Aber die tun einem nichts. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Oh. Ja, Dynamit braucht man gerade nicht. Geht schon ohne. Wobei der Hai bestimmt auch lustig ausgesehen hätte, wenn wir ihm ein bisschen Dynamit in die Fresse geschoben hätten. Ne, also ich zeige euch das mal kurz. Hier oben haben wir ja diesen einen Raum noch gehabt, der von Anfang an betretbar war, schon bevor wir diese Kontrolle hier betreten konnten. Und dort haben ja die Schlingpflanzen rausgeschaut. Ich weiß nicht, was wir dort machen können. Also momentan ist dort noch nicht viel. Zumindest nichts sehr Nützliches. Wir können uns halt die Pflänzchen anschauen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber vielleicht wird er ja noch irgendwie bedeutsam. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier hingehe, weil wir hier gar nicht weitermachen können. Aber zumindest will ich es euch mal zeigen kurz. Und danach können wir ja dann schon in die Galerie gehen und mal schauen, was wir dort Tolles haben, was uns weiterbringt. Hier. Sieht traumhaft aus, aber das Ding tut uns nichts. Gut, ansonsten ist hier nichts. Das sieht nach dem Steuersystem für den Wassertank aus, aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Das ist natürlich blöd. Jo.
Also, es sieht noch ein bisschen ekliger aus als aus der anderen Perspektive, aber ist völlig harmlos. Ich nehme aber mal an, dass das mit der etwas unkontrolliert wachsenden Pflanze zu tun hat. Die Pflanze 42 hieß sie, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wir behalten es auf jeden Fall mal im Hinterkopf, dass hier das ist. Und auch irgendwas mit Wassertanksystem, also vielleicht ist das dazu da, dass wir die Pflanze dann ausschalten können. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es zwei Wege, die Pflanze 42 auszuschalten. Es ist einmal auf dem kämpferischen Wege und dann auf dem eleganteren Weg, wo wir eine Chemikalie mischen müssen, die dann ein bisschen ungesund für das Pflänzlein ist. Ich bin natürlich für die elegantere Methode, schon allein, weil es mit chemischen Experimenten zu tun hat. Das finde ich gut, das finde ich super. Als Chemiker ist man immer froh, wenn man irgendwo chemische Experimente machen kann. So, jetzt sind wir wieder hier und schleichen uns mal zurück nach oben. Ansonsten gibt es jetzt nicht viel, was ich jetzt irgendwie mal getestet habe. Also eigentlich habe ich gar nichts weiter getestet ansonsten. Bin halt nur ein bisschen rumgelaufen, weil ich ja am Ende der letzten Folge eigentlich noch ein bisschen planlos war, wo wir weitermachen können. Gut, wir haben jetzt hier das Wasser abgelassen, aber inwiefern uns das was gebracht hat, wissen wir eigentlich noch gar nicht so richtig, ne? Oder wussten wir da noch nicht? Jetzt wissen wir es, wir haben den Schlüssel gekriegt. Und momentan scheint das offenbar der einzige... Ja, bitte die Leiter hoch. Die einzige Errungenschaft dieser Ablassung zu sein. Da hoffe ich doch mal, dass es auch wirklich was wert ist. So. Den Zombie lassen wir im Bad. Ich hoffe mal, da müssen wir nicht wieder rein. Und dann beeilen wir uns mal ganz schnell, dass wir nach links kommen. Und die Hornisten dort lassen, wo sie sind. Sie haben den Schlüssel für die Galerie verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja, bitte. Und dann kommen wir in einen neuen Bereich. Ich bin gespannt. Oh ne, ich höre doch schon wieder Bienen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier hin. Okay. Alle Türen zu? Was ist denn hier los? Okay, schauen wir uns mal um. Aber ich höre doch schon wieder irgendwelche... Ach, das ist das Labor. Ah. What the fuck? Hilfe! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Oh, sie lassen von mir ab. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Lass mich raten, du wurdest von den Bienen oder Hornissen oder was auch immer das ist gestochen. Sie hält etwas fest. Insektenspray mitnehmen? Gern, gern. Moment, das muss ich mir mal kurz anschauen. Ein Pumpkanister, er enthält eine Menge Insektenvernichter. Okay. Mal kurz draufschauen. Killer Matriarch. Okay. Interessant. So, die Frage ist, wo müssen wir das... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Lass mich mal bitte... Es ist zu gefährlich zum Weitergehen. Ja, ich sehe es. Können wir vielleicht... Darf ich? Danke. Ja, ich würde gern... Danke, ich würde gern... Danke, ja, ich möchte durch. Wir gehen mal ganz kurz wieder zurück, oder kommen wir... Ne, hier ist ja zu, habe ich ja schon gesehen, dass da zu ist über die Karte. Okay. Ich habe nur eine Idee, was wir machen können, und zwar ist das, an das Loch hier drüben zu gehen im Gang. So, aber mal ganz kurz gecheckt. Warnung, naja, gut. Nehmen wir mal kurz das Kräutlein, das wir dabei haben. Wir haben noch eins im Salon liegen, das werde ich mir dann gleich einsacken. So, wir probieren das mal. Sie sehen einen großen... Ah, Sie sehen einen großen Bienenstock. Ihr müsst jetzt nicht noch mehr Bienen hierher schicken. Oh, das funktioniert. Ja! Oh, das ist ein Durchgang. Ach, komm schon. Das ist ein Durchgang zu dem anderen Raum. So, ich gehe mal kurz hier rüber. Kann ich irgendwie mal kurz... Ja. Ach, Mensch. Lasst mich in Ruhe. So. Jill danced ein bisschen ab. So, haben wir jetzt endlich Ruhe? Dankeschön. Huh, diese Bienen, das sind ein paar verdammte Mistviecher. So, haben wir denn jetzt hier drüben Ruhe? Ja, wir können das auch gar nicht mehr anklicken. Endlich sind die Bienen weg. Und ich hoffe doch hier drüben jetzt auch.
Schauen wir mal nach. Was für eine Gemeinheit. Also ich weiß nicht, ob das im Original... Ja, es ist niemand mehr da. Schön. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so ist, aber... Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, zumindest. Und das war wirklich gemein jetzt gerade. Ich fand das nicht nett. So, ansonsten haben wir jetzt hier erstmal nichts. Der Kollege hat sonst nichts mehr, oder? Nee. Wir können ihn auch gar nicht mehr anklicken. Er sieht auch gesund aus, sehe ich gerade. Also ich weiß nicht, ob er vorher schon so aussah. Wenn ja, dann hat er bestimmt nicht viele Freunde gehabt. So, und hier drüben? Oh, ein neuer Schlüssel. Sehr gut. Ich hoffe zu einem der Räume hier. 003, sehr gut. Den haben wir ja gleich hier. Ansonsten ist hier aber nichts weiter, oder? Nee, sieht nicht so aus. Außer dem toten Bienenstock, was ich natürlich äußerst schade finde. So, aber das rote Kraut nehmen wir natürlich trotzdem mal mit hier. Das will ich nicht verkommen lassen. So, und dann schauen wir mal, wo wir denn hier... Kann man das lesen? Nee. Dann schauen wir mal, wo wir denn hier hinkommen. Hier hinten war ja auch zu, habe ich gesehen, ne? Da ist noch ein rotes Kraut. Von der anderen Seite blockiert, okay. Ich glaube, ich sag mal die roten mit ein und gehe dann gleich nochmal zurück zum Lagerraum. Aber erstmal schauen wir kurz hier rein. So. Den brauchen wir nicht mehr, das dachte ich mir. Schrecklich, diese Kleinscheißerei hier mit den ganzen Schlüsseln. Das gefällt mir im Hauptanwesen noch weitaus besser. Bitte keine Gegner. Was haben wir hier? Ach nee, ich scheiß jetzt gerade mal drauf. Ich schaue mich erstmal um und dann sammle ich ein. Was ist das für ein Geräusch? Ist das die Dusche? Ein altmodisches, aber solides Bett. Oh. Hi. Was ist das denn? An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Wunderschön. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Okay, können wir den Schrank verschieben? Der sieht so aus, als ob man ihn verschieben müsste. Andere Richtung vielleicht? Nee. Ach, ich sehe gerade was. Alte Karten wurden in den Papierkorb geworfen. Sie sehen wie Straßenkarten aus, aber das nützt ihnen jetzt nichts. Oh, hier ist aber eine Schreibmaschine. Aber nur eine Schreibmaschine. Okay, keine Inventarbox dazu. Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja, bitte. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde. Tyrannenvirus? Okay. Gut von mir aus. Sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Ich dachte eigentlich, das Ding heißt Tyrant. Und deswegen T-Virus eigentlich. Aber gut, egal. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligem Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Na, wundervoll. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB 3 rot, gelb 6 gelb, deswegen auch gelb 6, UMB Nummer 7 grün, UMB Nummer 10 orange, VP 017 blau und V-Jolt dunkelbraun. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir mal das rote Buch, das wir noch haben, ne? Da kann ich jetzt auch mal das Farbband doch noch mitnehmen. Einige Tapetenrollen, das ist schön. Ich traue mich aber halt gar nicht hereinzuschauen bei diesen Geräuschen. Da ist doch garantiert wieder ein Zombie drin. Ich sehe es schon kommen. Aber ich lasse es mal drauf an. Keiner? Aber mal wieder Wasser zum... Was hängt denn da für ein verrottetes Fleischstück? Ach, das ist die Pflanze, okay. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Okay, schön. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen, jawohl. Ich hoffe, das macht die Pflanze jetzt nicht pissig. Da ist etwas in der Badewanne. Wer hätte das gedacht? Warum die Leute immer hier im Spencer-Anwesen irgendwelche Sachen in vollen Badewannen verstecken? Mal wieder ein Dolch. Warum legen die ständig Dolche in die Badewannen rein?
Okay, alles Produkte der Marke Umbrella. Na, sowas aber auch. Wie kommt das nur? Ich weiß es nicht. Okay, dann machen wir uns mal zurück zum Lagerraum. Wir müssen ja sowieso das rote Büchlein holen. Halt, falsche Richtung. Da ist der Lagerraum. Dann war das also kein Duschgeräusch, sondern bloß das Geräusch pissiger Motten. Warum nicht? So, können wir jetzt eigentlich hier schon was machen? Hier im Labor? Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Ja. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden? Ach, sieh mal einer an. Okay, warte mal. Was habe ich mir denn da jetzt aufgeschrieben? Das erste Zeichen. Das war orange und orange war die 5. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 5. Das zweite ist grün. Das ist die 6. Und das dritte ist rot. Das ist die 3. Oh, warte mal. Müssen wir vielleicht hier drauf drücken? Ah, okay. So geht das. Nochmal. Die 5. Die 6. Da bin ich aber gespannt, ob das klappt. 3. Oh, sehr gut. Ich freue mich. Das hat funktioniert. Ich hätte es ja gar nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Okay, dann schauen wir uns den Raum mal an. Was höre ich denn da schon wieder? Ich hoffe, das sind bloß irgendwelche Insekten. Ja, ich glaube schon. Okay, wir haben einige Reagenzgläser in der Gegend rumstehen und einige Flaschen mit Flüssigkeit. So. Klar, nehmen wir mal ein leeres Glas Salpetersäure. Ich hoffe, du hast es ausgewaschen vorher. Vielleicht noch ein anderes? Ach, wir haben keinen Platz mehr. Warum haben die hier so viele Gläschen mit Salpetersäure rumstehen? Warte mal, ich will es mir mal kurz anschauen. Sagt sie was dazu? Da ist nichts drin, nein, wirklich. Aber man müsste es trotzdem vielleicht auswaschen. Es ist nicht gut, einfach irgendwelche Gläser, vor allem auf denen noch Etiketten drauf sind, zu nehmen und sie nicht auszuwaschen, bevor man sie benutzt. Da könnten Reste drin sein, die einem die ganze Reaktion versauen. Und gerade wenn die Gefahr besteht, Giftgas freizusetzen, wäre ich mir da nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht doch auf Nummer sicher gehe. Aber gut, was soll's. So, hier in dem Regal gibt es nichts. Okay. Dann mal kurz zurück zur Kiste. Und dann stecken wir mal das rote Buch. Ja, das könnte man mit einsacken, aber ich brauche eigentlich gerade den Platz, weil wir ja 4 Reagenzgläser haben, die wir aufnehmen müssen. Vielleicht warte ich mal kurz noch mit dem roten Buch. Ich glaube nämlich, da geht es zur Pflanze. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da geht es zur Pflanze. Und ich würde eigentlich, da wir ja jetzt auch den... Halt, nicht doch, nicht doch, nicht doch. Das war nicht... Ja, das konnte ich jetzt nicht vermeiden, weil ich zu dumm war und einfach draufgelaufen bin, ich Idiot. Ich wollte euch doch eigentlich meinen schönen neuen Weg zeigen, der alle Probleme vergessen macht. Und der geht hier lang. Aber dann konnte Pflanze 42 uns nochmal ein bisschen Schaden zufügen. Na gut, von mir aus. So, rein hier. Und ich muss das grüne Kraut noch von nebenan holen. Das darf ich nicht vergessen. So. Einmal beruhigende Musik. Ich würde sagen, ich schmeiße erstmal das hier rein. Ja. Ich pack das mal so. Warum mache ich es so kompliziert? Warte. So. So, jetzt tauschen wir das gegen das. Und holen uns noch ein grünes Kraut. Mischen die auch noch. So, wieder rein. Und wieder runter. Das war dumm. So, ich will mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. Gut, dann holen wir uns noch die Farbbänder dazu. Ich will halt auch wirklich die Reservemunition für die beiden Waffen hier immer mitnehmen. Weil, ja, einerseits die Pistole ist schon die Standardwaffe für solches Kleinviehzeugs wie Schlangen, Spinnen oder Bienen. Ja, sowas halt. Andererseits, wenn einem dann doch mal ein Großer begegnet, dann will ich doch lieber die Pumpgun mit dabei haben und nicht bloß mit den paar Schuss, die in der Pumpgun drin sind, sondern auch mit den Reserveschuss. Da bin ich dann doch mal ein bisschen auf Sicherheit bedacht. So, die Pflanze hole ich dann. Hole ich später. Wir kommen doch garantiert nochmal hier vorbei.
Und deswegen behalte ich das lieber dabei und habe lieber bloß 4 freie Inventarplätze. Ich muss auch mal sagen, ich stelle mir das mit Chris total blöd vor hier an der Stelle, weil man dann nochmal zwei Plätze weniger hat. So, hier rein. Und dementsprechend wirklich bloß 2 Slots belegt haben darf, wenn man die 4 Gläschen jetzt mitnehmen will.